Am Eingang der Schleifmühlklamm, die wir heute besichtigen wollen, befindet sich ein Gedenkkreuz, an dem alle ehemaligen Arbeiter innehielten. Gewidmet dem gegeißelten Heiland, daneben Gedenksteine für diejenigen, die bei der gefährlichen Arbeit ihr Leben ließen. Wir gehen für unser Video die Klamm von unten nach oben ab. Gleich am Eingang werden an einer von mehreren Texttafeln dem interessierten Besucher Hintergründe und Zusammenhänge der Wetzsteinmacherei erklärt. Hier sind bereits mehrere ehemalige Wetzsteinmühlen zu sehen, die heute als Wochenendhäuser genutzt werden. Am Standort einer Schleifmühle, die komplett dem Freilichtmuseum Klendleiden gestiftet wurde, ist heute ein Barfußpfad angelegt. Ab jetzt finden sich immer häufiger Fundamentreste ehemaliger Mühlen. Speziell die Lage der Wasserräte haben die Zeitdauer überstanden. Dann ist auch schon die restaurierte und im Herbst 2011 wiedereröffnete Schleifmühle erreicht. Bestehend aus Kalter, Beckhütte und Stelzenhütte, wo die gebrochenen Steine zunächst feucht gelagert und vor ihrer Verarbeitung grob zurechtgehauen wurden. Das erforderliche Wasser wird einige Meter stromaufwärts an einer künstlichen Staustufe abgezweigt. Auch ein kleiner seitlich kommender Bach muss ebenfalls sein Wasser beisteuern. Diese relativ geringe Wassermenge reicht aus, um ein oberschächtiges Mühlrad anzutreiben, über dessen Welle schließlich die Kraft ins Innere übertragen wird. Im Wasserbecken werden die Steine zurechtgeschnitten. Time is money war hier nie die Devise. In der Praxis wurden von einem Wasserrad natürlich mehrere Becken bedient. Jedes alte noch vorhandene Maschinenteil ist heute wertvoll. Was idyllisch anmutet, war einst Schwerarbeit. Weiter geht es stromaufwärts, auch hier Reste ehemaliger Mühlen, die jetzt wegen des unwegsamen Geländes seltener werden. An die 50 Mühlen waren hier einst in Betrieb. In Rekordjahren wurden an die 250.000 Wetzsteine im Jahr hergestellt. Die Hangverbauung und der Wegebau waren damals natürlich nicht vorhanden. Das Lager eines weiteren Wasserrades mit Abflusskanal, der das Wasser zur weiteren Nutzung dem Bach zurückführte.
Etwas überraschend tritt roter Marmor zutage. Am nächsten Wasserfall wird Erdgeschichte deutlich, die Entstehung der Alpen. Schautafeln verdeutlichen dies dem interessierten Besucher. Getreu dem Motto, der Weg ist das Ziel, geht es über einen Wurzelweg weiter. Die nächsten Wasserfälle werden sichtbar. Erinnerungen an Karl-May-Filme werden wach. Der letzte und höchste Wasserfall. Bei allem Hinsehen, Festhalten empfehlenswert. Auf der letzten Brücke für Schwindelfreie. Ausgang der Klamm, der Weg zum Pürschling mit weiteren ehemaligen Wetzsteinmühlen. Von dort zweigt auch ein Weg zu den Wetzsteinbrüchen ab, die weiter oberhalb liegen. Jede Familie hatte hier ein eigenes Gebiet von ca. 1 Hektar Größe. Der Bruch erfolgte im Herbst, nachdem die Ernte eingefahren war. Prozent des Gesteins waren Abraum und wurden ins Tal gekippt. Loren waren hier sicher sehr hilfreich. Der ist ja öfter drin, dem also. Der Transport des verwertbaren Gesteins erfolgte im Winter mit kleinen Schlitten auf schmalen Pfaden. Viel Arbeit also bis zur Verwendung eines Schleifsteins.